Der Eder-Uferpark in Frankenberg an der Eder ist durch die Renaturierung der Nempe zu einem kleinen Schmuckstück geworden. Die Nempe meandert in Richtung Eder und man kann gemütlich sitzen, das Wasser genießen, die Ruhe, und es wurde eine neue Bank gestiftet, um das Feeling am Fluss perfekt zu machen. Ich freue mich, dass wir Gäste aus Hütow hier haben, die morgen vermutlich auch noch hier sein werden. Wir werden alles dran setzen. Alles dran setzen. Nein. Und freue mich, dass natürlich Frankenberg-Sachsen auch mit dabei ist. Das ist auch der Hauptgrund des heutigen Tages. Deshalb haben wir heute Abend auch noch mal ein Fest im Philipp-Scholtern-Vorrat ausgerichtet, extra um die Bank einzuweihen. Das ist schon ein lang gehegter Wunsch von dem Thomas Firmenich als bisheriger Bürgermeister zusammen mit der Partnerschaftsvereinigung, wo der Peter Pönig vorsteht, dass man ein Geschenk macht an die Stadt Frankenberg-Eder. Wir haben es zwischengelagert, wollten, das kann ich ruhig offen dazu sagen, es an anderer Stelle heute einweihen, aber da haben wir die Baustelle noch. Nämlich vorne Richtung Kloster, müssen wir so nicht darstellen. Aber der Thomas meinte gerade, aber da müsst ihr dann sagen, der Ort sei doch so schön. Vielleicht lassen wir es dann hier, das überlegen wir uns dann. Aber ich sage vielen herzlichen Dank, Thomas und Peter, für das viele Miteinander, für die vielen schönen Jahre. Ich habe ja seinen Wahlkampf damals schon mal mitbegleitet in Frankenberg-Sachsen. Und nun gehen wir fast zum gleichen Zeitpunkt in den Ruhestand. Du hast einen kleinen Vorsprung, ich werde dich nie einholen, versuche aufzuholen dabei. Und der Richard, kann ich auch dazu sagen, auch dessen Zeit geht bald zu Ende. Ich hoffe, auch da gibt es eine schöne Party, wir sprachen ja schon davon, damit man das alles anständig macht, mit interessanten Menschen. Und das ist das, was ich sage, mein Europa, was ich liebe, was ich mag. Ich habe das heute Morgen spanischen Schülerinnen und Schülern gesagt, die heute hier bei uns sind oder eine Woche hier sind. Mir macht dieses Europa der Menschen, das ist so etwas, sage ich auch heute Abend noch mal etwas zu. Aber ich finde einfach den Austausch zwischen Menschen, auch wenn wir uns, Richard, nicht immer verstehen, aber wir verstehen uns trotzdem sehr gut. Das muss ich dazu sagen und das macht mir einfach Freude. Den letzten Besuch bei dir fand ich außerordentlich schön. Auch den letzten Besuch in Frankenberg-Sachsen fand ich außerordentlich schön. Und jetzt wollen wir uns die Bank schenken lassen. Ja. Danke, dass ihr hier seid. Gehen wir mal darüber, der Herr König. Damen und Herren, aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Partnerschaft, Städtepartnerschaft zwischen Frankenberg und Frankenberg, haben wir uns auf Frankenberg-Sachsen-Seite überlegt, das sollte doch mit einem Geschenk von unserer Seite an die Stadt Frankenberg-Eder gewürdigt werden. Wir hatten dann allerlei Ideen, ein Kunstwerk, eine kleine Ausschreibung und ein gemeinsames Team zwischen Frankenberg-Eder und Frankenberg-Sachsen, was dann bestimmt, welches Kunstwerk umgesetzt wird, wo der Standort ist. Aber Corona kam dazwischen. Und so sind es jetzt 34 Jahre seit bestehender Partnerschaft. Aber das ist egal. Es ist jetzt das Geschenk dennoch da und der Titel des Geschenks war immer, der Obertitel war Begegnung, also sprich ein Werk schaffen zu lassen, was ein bisschen die Begegnung, die Städtepartnerschaft, die Bürger bedeuten oder von mir Europa bedeuten, dass das symbolisiert. Und wir konnten einen Frankenberger Künstler aus Frankenberg-Sachsen finden, den Herrn Marcel Kabisch, und der hat dann dieses Kunstwerk geschaffen und es ist jetzt, wie Sie gleich sehen und probieren können, eigentlich ein Kunstwerk zum Ruhestand, weil man kann da nicht nur sitzen, sondern man kann sich auch trefflich den ganzen Tag in der Ruhe hingeben und sich wohlfühlen. Peter, hast du noch? Ja, also wir sind ein bisschen stolz drauf, weil das verkörpert die Jahre, die wir miteinander verbracht haben. Und es waren wunderbare Jahre, die wir in Frankenberg verlebt haben. Hier und in unserem Frankenberg. Und die Städtepartnerschaft ist so eng, wie sie begonnen hat, heute noch.
Stimmt. Und das ist ein Symbol dafür. Und wir haben auch eine Verpflichtung seit 1989, die wir den Altvorderen mit denen eingegangen sind, das am Leben zu erhalten. Das ist ein kleiner Meilenstein, der jetzt hier steht. Und darauf sind wir ganz stolz. Und ein Dank an alle, die daran mitgewirkt haben. Genau. So, Trommelwirbel und dann werden wir mal hier. Ja, also es kann Probe gesessen und gelegt werden. Jetzt will die Presse bestimmt ein Bild machen.